Hallo, willkommen zurück beim Let's Play von Dark and Light. Na, natürlich mal wieder Schiedwetter. Hatten wir aber noch gar nicht so häufig, ne? Und ein bisschen neblig ist es auch. Sensationell. Unser Spinni hier, ist so kurz vorm wieder Kräfte sammeln. Ja, kurz vorm zu sich kommen quasi. Insofern werde ich da relativ bald mal gegenwirken müssen. Ich denke, wenn wir einmal einen Schuss drauf feuern, dann sollte das ausreichen. Und das werden wir jetzt mal tun. Also, dann sehen wir das gleich. Unten der grüne Balken, um den geht es. Und der schießt jetzt eben... Oh, so sehr schießt er gar nicht. Ich werde wohl noch einen zweiten machen müssen. Aber der rote, den stört es nicht so recht. Mal gucken. Das reicht jetzt. Also, die Wildness ist scheinbar davon nicht so sehr beeinflusst. Das ist gut. Aber, wir haben dafür jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit gewonnen. Fleisch, denke ich, haben wir noch genug drin. Das waren, glaube ich, 40. Ja, das reicht auf jeden Fall. Ich brauche als nächstes, wir sollen eine Bedroll craften. Ich habe schon mal eine Storage Chest, damit diese Quest da unten endlich wegkommen, gemacht. Eine Bedroll sollen wir machen. Wir haben zuletzt ja fast alles an Fell und dergleichen, was wir hatten, für diese Lederrüstung weggehauen. Also Fell und... Warte mal kurz. Ich habe da eine Idee. Ich sehe doch schon wieder verloren. Da ist es. Okay. Pass auf, damit wir hier den Weg finden. Da eine Idee. So, Moment. Ne? Für den dummen Koja. Für den sich ewig Verlaufenden. Da geht's. Okay. Da. Immerhin knapp vor... Da hinten ist er ja auch direkt. Super. Also hier, wo das Schild ist, da muss ich dann abbiegen. Und so lange können wir nämlich mal ein wenig die Bogenskills üben und auf Jagd gehen. Wir brauchen wieder Haut. Wir brauchen wieder Fell. Man sieht, wenn man den Bogen anspannt, ist zwar nicht der beste Zieler und schießt auch häufig genug daneben, aber wenn man den Bogen so anspannt, dann zittert man wie Sau. Pfeile kann man wieder einsammeln. Fast alle. So, haben wir hier wieder ein bisschen was. Und dann können wir uns den Bogen wieder schnappen. Auf der Nummer, ich muss mir das mal merken. 5. 5 ist Bogen. Da ist immer noch der grüne Balken da. Also dieser grüne Strahl. Und ich weiß immer noch nicht, was die macht. Was dieser macht. Der mir sagen soll. Scheint auch immer noch nichts runtergekommen zu sein. Na, Schäfchen, es tut mir echt leid. Hält aus. So. Hier Pfeile. Das ist echt gut. Man verbraucht fast keine. Was? Riding? Ich habe genug gar nicht. War Reins und Horse Reins. Wir können jetzt Wildschweinsattel und Pferdesattel uns craften. Okay, wir haben Riding gelevelt, dadurch, dass wir Tiere töten. Geht scheinbar dann alles auf Jagd und ja, damit dann auch aufs Zähmen und die Fähigkeit, Sattel zu bauen. Das tut mir echt, das tut mir in der Seele weh. Ich gebe es ganz, ganz ehrlich zu. Es tut mir absolut in der Seele weh. Jetzt können wir wieder einsammeln. Wenn wir irgendwie mal ein größeres Tier hätten, was ein bisschen mehr Haut liefert, wäre ich da auch nicht ganz abgeneigt. Schade, dass das Pferd hier nicht mehr rumlief. Gut, ich habe es jetzt auch nicht ewig gesucht. Das kommt noch dazu. Das ist das Schild? Okay, dann gehen wir noch mal ein paar Meter in die Richtung. Vielleicht finden wir da hinten, da hängt doch genau, da hängt doch was im Zaun, im Baum. Im
Mal schauen, wenn ich so richtig anspanne. Kommt da mehr als 57 bei raus? Nö. Und wenn ich ganz schnell schieße? 53. An 40, okay. Also da 57 ist der Maximalschaden. Den hat man bereits, wenn dieser Punkt da, ne? Möglichst klein geworden ist. Wir sehen das. Okay, packen wir weg. Mal schauen, wie viel Pfeile ich diesmal wieder krieg. Fast alle, ne? Bisher. Da ist noch einer. Ich glaube, einer ist jetzt irgendwie weg. Das ist super. Ja, da ist was dran an dem Tier. Damit lässt sich doch arbeiten. Felle hat man von den Schafen ein bisschen bekommen. Ich denke, damit können wir jetzt die Bedroll bauen, oder? Ich glaube, das war Sleeping, oder? Genau, Sleeping Bag, zack. Und dann sollten wir mal zurück zu unserem Spinny. Okay. Craft the Straw Foundation. Ach Junge, das habe ich doch alles schon längst hinter mir. Was die hier für Quests mit mir durchmacht. Unglaublich. Na, wie geht's uns? Komm, da das nicht wehgetan hat, sicher, sicher, oder? Wenn die jetzt aufwacht, wäre es echt doof. Obwohl. Wir schauen uns das mal an. Ich bin da jetzt mal mutig. Ich bin da jetzt einfach mal mutig. Haben wir noch genug Zeug drin? Ja, das auf jeden Fall. Na, das ist... Bin so geizig, was diese Harpunen da betrifft. Das ist irgendwie so... So. Anziehen und das lass mal fallen. Ich habe ein bisschen Hunger. Habe ich noch? Habe ich nicht. Wird so eng. Das wird so eng. Habe ich noch ein Lagerfeuer dabei? Ne, habe ich auch keins dabei. Kann ich eins bauen? Könnte ich mir ein bisschen was zu essen herstellen. Campfire fehlt mir Stein, okay. Komm, wenn das jetzt schief geht, dann beiße ich mir so im Arsch, in den Arsch, dann scheiße auf den einen. Obwohl das geht. Komm, das geht! Das geht! Und dann haue ich den Stein da, wo sie dahinter sitzt, weg und back mir ein paar Schnitzel noch. Und dann reißen wir heim gemeinsam. Ist noch schneller, ist doch. Los, Thekla. Es gibt übrigens bisher... Yay! Wie war denn Thekla eigentlich geschrieben? So? Keine Ahnung. Mach ich jetzt einfach mal so. Es gibt übrigens, so wie ich das bisher gesehen habe, keine Geschlechter bei den Tieren. Von daher, schade, aber Paarung müssen wir wohl noch warten. Komm, scheiß auf Schnitzel, das machen wir daheim. Yay! Wir beide werden gute Freunde. Guck, jetzt ist sie, die war Level 40, nee, 40 war sie glatt. Jetzt haben wir sie auf 56 und hat auch dadurch jetzt mehr Leben, Ausdauer und so weiter und so fort. Aber es ist nicht viel. Equip Saddle to Ride, das geht. Aber jetzt haben wir sie erstmal auf Follow. Halt, Moment. Wo noch wegmachen sollten, ist vielleicht... Lichter. Brauchen wir nicht mehr. Du machst aber komische Geräusche, hä? Oh Gott. Ernsthaft?
Du musst damit aufhören, das könnte nerven. Oder oben ist ein Meteor niedergegangen. Jetzt haben wir wieder 17 Uhr durch. Das heißt also... Warte mal, ich will was testen. Also die schnellste ist er nicht. Kriegst ein bisschen Fleisch da rein. Und noch ein bisschen Holz. Wie viel Gewicht hast denn du so? 200 Kilo theoretisch. Das ist doch ganz okay. Ja, ja, mein Mind ist quasi hinüber. Ich muss schlafen. Ich glaube, hier unten sind wir schneller am Ziel. Ich hoffe nur, dass die Katze nicht jetzt vor der Haustür wartet und dann erstmal meine Thekla zum Frühstück nimmt. Vorsicht, Schaf. Oh ja, gut, okay. So kann man es auch machen. Yay! Unser erstes Tier. Ich bin stolz. Und gleich eine Spinne. Und nicht so ein kleinem Level, oder? Also ist doch eigentlich ganz, ganz nett. Ja, was... Wir werden das irgendwann noch rausfinden, was diese Strahlen uns sagen sollen. Ist sicherlich irgendwas besonders Gutes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schlecht ist. Ich habe nur keine Ahnung, inwiefern das gut ist. Also was es tut, genau. So, Spinni. Du hast natürlich hier draußen jetzt, sag ich mal, ne? Nicht so, bist nicht so sicher. Das gebe ich zu. Aber dein Herr und Meister ist noch zu dumm, um irgendeinen Käfig für dich zu bauen. Und ich glaube, Seth springt ihr, ehrlich gesagt, auch nichts. Schlafsack. Das ist jetzt erstmal einfach wichtig. Wir müssen pofen. Oh, ist der schnarcht ja. Das gibt's ja wohl nicht. Ich glaube, ich war sehr müde. Die Zeit ist aber nicht so richtig weitergelaufen. Also schon so ein bisschen weitergelaufen, aber nicht so ewig. Und unser Mind ist jetzt wieder komplett hergestellt. Sehr gut. Dann machen wir uns jetzt ein paar Schnitzel. Hier, guck mal. Ruti. Yum, yum. Yum, yum. Haben wir ja auch noch ein paar. Und... Achso, die anderen sind ja alle in Thekla drin. Wir brauchen, damit die immer gut versorgt ist, einen Futtertrog. So, den werden wir hoffentlich erbauen können. Schauen wir mal. Genau. Den stelle ich mal hier vorne an die Tür. Ach, ich will das immer mit E nutzen. Ich will immer diese Schnelltasten nehmen, die man auch bei Ark hat. Die gibt es hier natürlich nicht. So. Und dann nehmen wir dir das da mal raus. Und dafür das in den Futtertrog rein. Da können wir auch das schon mal reinschmeißen, falls wir demnächst einen Pflanzenfresser haben sollten. Der braucht nämlich das Zeug. Und was ich dann hier jetzt auch wieder brauche, ist Zunder. Den können wir uns nehmen. Und den können wir uns nehmen. So. Das stellen wir dann auch nochmal so ein bisschen her. Gut. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Jetzt haben wir einen Schlafsack. Was will die denn jetzt als nächstes? A Craft a Straw Foundation. Vogel. Earn Gold. Mhm. Ich möchte diese Quest deaktivieren. Ich weiß nicht wie. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal eine Ceiling bauen und gucken, ob wir die platzieren können. Dort vorne. Gib die mal her. Na komm. Auf die 4. Und jetzt nochmal gucken, kriegen wir die. Das ist ja wie bei Ark.
Da geht's nicht, also obstructed. Wie bei Ark, die stehen so hoch. War doof, ne? Ja. Da brauchst du dann irgendwann die Structure Plus Mod bitte für Dark and Light, dann wäre ich sehr zufrieden. Ja, kacke. Schön. Gut. Ja, Gott, das erste Haus muss ja keinen Schönheitspreis gewinnen, oder? Jetzt ist die nächste Frage, was können wir tun? Abgesehen davon, dass wir weiter schauen sollen, hier Rope Harpoon, dass wir weiter schauen sollten, vielleicht noch was zu zähmen. Ich würde ganz gerne auf den Sattel gehen. Wir schauen uns mal an, wann wir den Sattel für die Spinne bauen können. Das müsste schon einer der nächsten sein. Winnie! Ah! Spinny! Ah. Scheiße! Stab. Oh Gott, jetzt habe ich aber Ruckler hier. Tegla! Scheiße. Boah, die Panther sind knallhart, ne? Den auch überhaupt nicht getroffen. Es hat vor allen Dingen geruckelt dann auf einmal wie Sau mit meinen Spells. Ich hätte Pfeile nehmen sollen. Es hat geruckelt wie Sau. Und ich weiß auch nicht, ob ich am Ende Thekla was abgezogen habe. Es sah allerdings nicht so aus, als hätte ich Friendly Fire. Da sind keine Schadenszahlen aufgeploppt. Scheiße. Okay, aber wir haben uns das Thema immerhin angesehen. Also... Ach, verdammt. Mist. Mist, blöder Mist. Earn Gold, ja wie denn? Es gibt hier so Händler. Sehr, sehr, sehr durchsichtig. Man kann immerhin nicht sagen, dass dieser Händler völlig undurchsichtig ist. So, die Frage ist, kann ich irgendwas verkaufen? Also, kaufen könnte ich was. Was ist das denn hier? Ranking. Aha. Herkaufen? Achso, hier könnte ich also sagen... 100 Rope kann ich verkaufen für 75 Gold oder 40 Steine kann ich verkaufen für 100 Gold oder wie? Ah. Okay. Wäre extrem einfach verdientes Geld. Der baut es nicht automatisch, wenn ich die Nummer drücke, oder wie? Doch, okay. Na, dann gib mal her. Habe ich zwei gebaut. Macht nix. Du willst ein paar Steine. Komm, das probieren wir jetzt. So. Ich glaube, 50 Steine wollte der haben, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder 40? Ich weiß es nicht. Oder ist er? Guten Tag. Stein. Earn Gold. Ich habe gerade 100 Gold erhalten. Da, 100. Und ich habe sie verdient. Scheinbar sieht der das anders. Der Quest gibt. Nein, nicht sell. Buy wollte ich doch hier. Sold out. Achso. Das sind Wurfdolche hier, glaube ich. Not enough money. Okay. Sehe schon.
Immerhin, ich habe jetzt ein paar Speere. Ich habe, habe ich von den Schuriken jetzt auch irgendwas? Und der kriegt noch ein paar Steine. So. Dann kann ich mir noch so ein paar Schuriken da kaufen. Sell. Oh, will er nicht mehr. Will er nicht mehr? Nee, nee, hat er schon. Okay, was könnte ich denn... Habe ich hier noch andere Händler? Es gab doch noch andere. Das ist das der einzige. Ich meinte, ich hatte irgendwo noch einen anderen Händler hier gesehen. Kann mich aber auch täuschen. Vielleicht war das noch... Habe ich das noch in Erinnerung vom... Von der Menschenstadt? Hm. Erkunden mal kurz die Elfenstadt hier. Komm, wir haben die ja noch gar nicht richtig gesehen. Ich glaube, so viel gibt es auch gar nicht zu sehen. Da ging es raus in die Slums. Hier geht's hoch auf so einen Elfenturm da oben, oder was ist das? Oh doch, der hier. Oh. Sehr krasses Gebäude. Wo dahin? Ja, wie? Da oben rum. Hier oben rum. Die Stadt ist sehr, sehr schön gestaltet. Haben wir sehr, sehr viele Details, die mir auch gut gefallen. Was ich so ein bisschen vermisse, ist etwas Leben. Dass man ein bisschen Leben hier in der Stadt hätte. Ach so, ich müsste eigentlich auch mal zurück und meinen Loot holen, ne? Ich bin jetzt hier die ganze Zeit am Craften. Ich müsste eigentlich mal zurück und meinen Loot holen. Ah, okay, komm, mach mal das. Ich weiß zwar nicht, ob die Katze da noch rumturnt. Aber ich sollte das tun, weil da ist mein Eisstab drin. Obwohl, der hat nur Lags gemacht am Ende. Sackgesicht. Das war echt doof. Lauf, Forrest, lauf! Ja, ja, du kriegst gleich was zu trinken. Ist ja alles gut. Guck. Wieder lecker Plörre. So. Halt. Doch, da. War hier noch ein Händler? Irgendwo dachte ich, wäre noch einer gewesen. Eigenartig, eigenartig. Hm. Diese Scheißpanther, ey. Ich meine, das sind ja sehr, sehr schöne Tiere, so ist ja nicht. Ich will auch unbedingt später einen haben, wenn man sieht, wie stark die sind. Ganz, ganz dringend. Anpinnen hätte ich den, glaube ich, auch nicht können, weil da reißt er sich sofort los. Ich hätte gar nicht so viel Pins da jetzt an den anbringen können, dass ich den sicher gehabt hätte. Ich muss jetzt einfach hoffen, dass er weg ist. Es hilft mir ja alles nichts. Wie lange werden dieser Cache noch da? Steht da gar nicht. Egg all. Okay. Übrigens, der Eisschad ist stark abgenutzt und ich bräuchte jetzt zum Reparieren wohl wieder... Jetzt rein. Ich bräuchte zum Reparieren jetzt wieder Eis, ne? Also. Hm, schade. Hält nicht ewig. Was ist hier noch? Da ist noch ein Feuer kaputt gegangen. Ach du Gott, das auch noch. Das heißt, die schlägt auch noch durch die. Die schlägt noch durch die Dings durch. Mein Schlafsack machen wir wieder ganz. Das Feuer, hat das auch was abbekommen? Nee. Repair. Repair, das hat ganz gut gelitten hier alles.
Nein, nicht demolish. Okay, was macht der Boden? Auch noch. Okay, das ist dann auch direkt repariert. Das hat keine Zeit. Ich glaube, hier gegen die Tür habe ich doch auch mal gehauen. Ja. Okay, dann haben wir das jetzt alles repariert. Muss ich meine Rüstung wieder irgendwie anziehen? Die Boots sind kaputt, die reparieren wir auch. So. Immerhin ist nicht zu viel passiert. Die Kiste können wir noch aufstellen. Also gut, naja, es ist nicht zu viel passiert. Es ist Thekla ist tot. Das ist richtig kacke. Die war ja wirklich auch schneller weg, als man gucken konnte. Das sieht schon krass aus. War schneller weg, als man gucken konnte. Also es ist... Das ist bitter. Wie gewonnen, so zerronnen. Aber wir haben das Zähmen gesehen. Wir haben erfolgreich gezähmt. Wir haben es nur nicht erfolgreich durchgebracht, das Tier. Ich wusste ja auch, dass diese Stelle hier nicht ganz ungefährlich ist. Hatte ich ja zu Beginn schon gesagt, als ich die Spinne abgestellt habe, dass das wahrscheinlich gefährlich wird. Allerdings, dass es so schnell geht. Bitter. Sehr, sehr bitter. Also gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht dann schon, wenn alles gut geht, auf dem Server im Let's Play Together mit Xa, Hippo und Coach. So ist mein Plan. Ich weiß noch nicht, ob er aufgeht. Das hängt ein bisschen davon ab, wie man den Server an den Start bekommt. Ansonsten sehen wir uns hier wieder und dann machen wir da weiter und holen uns Thekla-Ersatz. Niemand wird jemals Thekla ersetzen können. Sie war eine gute Spinne. Hau ab! Ich wohne hier. Das ist mein Haus. Gott. Mal schauen. Vielleicht bin ich das nächste Mal beim Einloggen wieder tot. Was bist du denn? Was ist das denn? Wollt mich eigentlich verabschieden? Was ist das denn? Das ist irgendwas anderes. Warte! Was zur Hölle bist du? Hau ab! Verpiss dich! Rettet mich! Elementare! Rettet mich! Macht was! Ihr seid Lichtelementare! Ihr seid quasi Engel! Oder so. Ah! Nein, 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 nein. Wo sind die Bäume, wenn man sie braucht? Okay, ein Baum hätte gegen den aber auch keine Chance, glaube ich. Hilfe. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir wurden vertrieben. Aus unserer Heimat. Gott, was war das? Ein großes, untotes Etwas. Der Sensenmann. Der Tod höchstpersönlich. Hat meine Bude kurz und klein gehauen innerhalb kürzester Zeit. Das ist durchaus beeindruckend gewesen. Ja, gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bedanke mich fürs Mitleid. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich verstecke mich jetzt hier unterm Rockzipfel. Bis dann. Ciao. Die machen den bestimmt tot, wenn der hier kommt. Die machen das schon. Tschüss.